Hallo, meine liebe Lesebegleitung, und willkommen zu einem Neujahrsformat, das definitiv etwas verspätet ist: der Lego-Katalog. Ich habe ihn erst seit heute in den Händen. Ich habe gestern in diversen Läden geschaut. Da war er überall nicht. Und dann war ich zu spät wieder zu Hause, um noch für gestern ein Video aufzunehmen. Es war dann zu dunkel und so weiter und so fort. Ich hätte eigentlich das, was ich im Dezember aufgenommen habe, einfach einstellen können. Aber hey, das mache ich auch noch, denn ich habe noch ein bisschen Jahreswechsel aufzuholen. Deswegen sind die Zeitschriften auch noch nicht hier im Kanal. Ich habe noch ein bisschen Jahreswechsel aufzuholen. Vorschlag für die Zeitschriften: Ich werde die Zeitschriften in einem Video am Freitag abhandeln. Da wird es dann geben, wenn ich sie alle bekomme: Lego City, Lego Star Wars, Lego Ninjago und wahrscheinlich auch Lego Rätselspaß, wenn der dann erschienen ist. Ist halt das Problem hier in der Gegend, dass öfter mal Sachen zu spät kommen. Das ist relativ neu leider hier. Aber ist so. Ich habe inzwischen den Trick rausgefunden, dass der Kaufland die Sachen meistens hat. Früher war es der Bahnhof, der die immer hatte, dann auch schon einen Tag vorher. Jetzt ist es halt der Kaufland, der Bahnhof hat sie immer zu spät. Aber hey, das wird sich auch schon wieder einfinden und da funktioniert das alles hier pünktlich wieder mit den Zeitschriften. Wie gesagt, Zeitschriften gibt es am Freitag in einem Packen. Morgen gibt es ein Video, das ich im Dezember schon aufgenommen habe und langsam wirklich einfach mal einstellen sollte, damit ich die Speicherkarte wieder frei habe. Die ist nämlich auch am besten, vor allem wenn ich das heutige Dreiviertelstunden-Video dann gleich fertig aufgenommen habe. Aber genau, normalerweise zum Jahreswechsel, jetzt halt 5 Tage später. Interessant, dass die Kamera übrigens dieses Gesicht erkennt. Dieses aber nicht. Oh doch, jetzt, wo ich den Finger drauf zeige. Ah, interessant. Ja, der Lego-Katalog für die erste Jahreshälfte 2022, Januar bis Juni. Vom Design des Katalogs sprechen wir mal nicht, doch tun wir. Nämlich gerade jetzt. Dieses Design sieht ungefähr so aus wie das, was passiert, wenn ich ein Buchcover entwerfe. Bei mir sieht es deswegen so aus, weil ich nicht das Geld habe, um mir einen Cover-Designer leisten zu können, der das Ganze professionell hat. Lego ist gerüchteweise ein Milliardenkonzern. Die könnten uns mehr geben als Rechtecke. Vor allem, weil sie es in den 90ern schon getan haben. Da hatten richtig schöne Cover-Illustrationen, wo die Themen so ein bisschen gemischt waren. Dann kamen Sachen auf euch zu. Hintergrund war ein Schloss, vorne kam ein Raumschiff, solche Geschichten. Jetzt haben wir 4 zufällige Bilder aus dem Programm. Und das ist dann unser Katalogbild. Immerhin, das hier ist schon relativ nah daran, wie ein vernünftiges Katalog-Titelbild aussehen könnte, aber man musste halt noch ein paar Rechtecke daneben pappen, anstatt das irgendwie mit aufs Bild zu kriegen. Mal gucken, wie die Rückseite aussieht. Ja, okay. Immerhin keine Legoland-Werbung diesmal. Der 3DS ist übrigens da, damit ich hier das irgendwo auflegen kann, denn wenn ich das nicht mache, seht ihr nichts von der oberen Hälfte. Deswegen habe ich einfach das erste Objekt gegriffen, das die richtige Höhe hatte, um das hier einigermaßen aufzuproppen. Also nicht über den wundern. Der ist einfach nur als Buchstütze da. Und jetzt kommt das erste Mal, dass auch ich diesen Katalog aufgenommen habe. Ich habe den vorhin beim Toys R Us mitgenommen und noch nicht eine Seite aufgeschlagen. Also eine Live-Reaction ohne Gesicht. Aber hey, stellt euch mein Gesicht einfach vor. Ihr hört ja meine Stimme. Es gibt auch ein paar Videos, in denen mein Gesicht ist. Ne, ich habe halt nur eine Kamera, das wäre jetzt doof. Und umschalten kann ich ja auch nicht wirklich. Gut, ich könnte das Handy dazu schalten. Ne, Überlegung für die Zukunft. Wir haben erstmal eine lange Liste von Themen und eine lange Laste von Themen. Ich sehe jetzt nichts Neues, ist was rausgeflogen. Wir haben Duplo, Disney, Marvel, Classic, Disney, nochmal Disney, okay. Achso, das ist Mickey und das hier sind die. Okay, ja. Friends, Dots, Creator, Minifigures, Minions, Super Mario, City, DC, Marvel, Jurassic World, Ninjago, Speed oder Ninjago, Speed Champions, Harry Potter, Mindstorms, Minecraft, Star Wars Technik und Sets für Erwachsene. Sieht eigentlich weitgehend so aus wie letztes Jahr. Video ist verschwunden, aber ich glaube, das überrascht jetzt wirklich absolut niemanden. Okay, noch mehr zu entdecken: Lego.com, Lego Bauanleitung, Lego.com Live App, YouTube Lego, Pinterest Lego, Twitter Lego, Instagram Lego, Facebook Lego, 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 Lego. Viel Lego. Und wir fangen natürlich mit Duplo an. An dem Punkt der Hinweis: Ich werde wahrscheinlich wieder Sprungmarken unten in die Zeitleiste setzen, dass ihr zu den The Themen springen könnt, die euch interessieren. Ich glaube zum Beispiel, relativ viele werden Duplo überspringen. Die Seite kennen wir eh schon aus dem letzten Jahr. Immer wieder niedlich. Einhorn. Und wir haben ein neues Subthema innerhalb von Duplo, diese Badespaßgeschichten. Davon habe ich schon gehört. Jetzt sehe ich sie zum ersten Mal halt auch im Katalog. Das ist süß.
Also das ist halt definitiv ein Ding für, ne, ja gut, 1,5 Jahre. Vielleicht schon ein bisschen alt für die Dinger, aber nicht wirklich. Die ist dann niedlich. Und dann hat sie so ein kleines Schwimmboot und Flamingo und Fisch und Oktopus. Das ist definitiv, ach, ein kleiner roter Panda. Okay, ich dachte, das wäre ein Tanuki. Das Nilpferd, Eisbär, Küken, Entenküken, damit es auch den Schnabel hier nicht so spitz hat. Süß. Möglicherweise ein bisschen hart für die Badewanne, die Duplosteine, die klassischen. Das Schwimmding ist wahrscheinlich etwas weicher. Ja, gut, es ist eine niedliche kleine Idee für die Kinder. Finde ich ganz nett. So, hier haben wir nichts Groß Neues. Freue mich, dass es immer noch einen Bauernhof gibt. Bauernhof ist schön. Sollte es in City mehr von geben. Und hier ist dann alles neu. Beide Seiten alles neu. Wir haben Feuerwehr, wir haben Polizei. Kein Freund, aber jeweils zwei Dinger. Kommen ja. Ist in dem Umfang wirklich Pflichtprogramm in Ordnung. Die Tierarztpraxis ist schön. Nee, das ist kein Tierarztpraxis, sorry, das habe ich jetzt gedacht wegen den Bären. Nee, ist ein Arztbesuch. Arztbesuch, schönes Thema, auch für Duplo. Ne, Kind beim Arzt, hier ist eine Liege, da ist der Arzt. Nee, da ist die Ärztin, da ist der Papa, so rum. Stopft hier in der Ecke. Ach, das ist so eine Messgiraffe. Hey, cool, als Teil einfach mal cool. Ja, um es irgendwo einzubauen. Das ist super für so eine Kinderarztklinik, so eine kleine Messlatte. Oder auch, ne, wenn ein Haus ist mit Kindern und einfach in die Wand bauen. Ist wahrscheinlich nicht passend für Minifiguren von der Größe her, aber die Idee ist cool. Die gefällt mir sehr gut und Arztbesuch ist schön zu haben. Ich finde, Lego sollte immer so einen Arztbesuch im Duplo-Programm haben, auch mit der Idee, so ein bisschen Kindern die Angst vor Ärzten zu nehmen. Das finde ich eigentlich ganz schön, allgemein bei Kindersachen. Hier haben wir nichts Neues. Die ist, glaube ich, neu. Die habe ich noch nie gesehen im Katalog. Bisschen Müllabfuhr. Warum nicht? Geht immer. Das Campingabenteuer ist auch sehr schön. Ja, so ein bisschen Zeug aus dem Alltag. Schön abwechslungsreich. Wir haben Baustelle. Baustelle geht immer. Züge gehen immer. Es sei denn, man ist über 5 laut Lego. Wohnhausspielplatz. Jurassic World. Spider-Man. Alles nichts Neues. Duplo ist ziemlich konservativ dieses Jahr. Sehr wenig. Und das war's schon. Sehr wenig Neues im Programm. Auch diese Sachen, die Elsa natürlich. Batman ist rausgeflogen. Interessant, das war ja letztes Jahr so ein Ding, wo viele gesagt haben, was hat das bei Duplo zu suchen? Jetzt ist es raus. Batman ist raus, Jurassic World ist immer noch dabei, was eigentlich viel, viel seltsamer ist als Batman. Bei Batman werden wenigstens keine Leute gefressen. Ach ja, Ausbruch des T-Rex, aber mit dem niedlichen Triceratops-Baby in grün, diesmal realistischere Farbe und dem etwas zu niedlich geratenen T-Rex. Der Bogen hier mit Jurassic World drauf, der ist tatsächlich nochmal auch ein interessantes Teil für außerhalb von Duplo. Aber ich glaube nicht, dass jemand 30 Euro nur für dieses Teil ausgeben wird. Ich war schon bekloppt genug, damals 20 für das schöne Jurassic Park-Logo beim Dino Streichelzoo auszugeben. So, Disney Mickey, nichts Neues und komischerweise nur noch eine Seite. Läuft das etwa nicht? Das wäre sehr schade, weil zum Beispiel der nicht Duplo, Pluto. Ist absolut coole Sache. Das einzige Blöde bei den Lego Disney Mickey und Friends Sachen ist, es gibt in keinem Set eine normale Mickey. Einen normalen Mickey. Sorry, ist ja eine männliche Maus. Es gibt einen Piloten Mickey, es gibt einen Astronauten Mickey, es gibt einen Feuerwehrmann Mickey und dann gibt es nochmal einen Farm Mickey. Warum gibt es keinen Mickey Mickey? Ne, also einen stinknormalen Mickey, den würde ich absolut feiern als Figur in einem Set. Weil wenn es Mickey, Minnie, Goofy als normale Figuren jeweils geben würde, ohne irgendeinen besonderen Umstand, das Set wäre bei mir. Das wäre 100% bei mir im Wohnzimmer. Dieses hier wird wahrscheinlich bei mir ins Wohnzimmer kommen. Nicht, weil es pink ist, um Gottes Willen. Daisy und Minnie sind normal in diesem Set. Die sind nicht irgendwie berufsspezifisch, das sind einfach nur Daisy und Minnie. So gefällt mir das. Und sowas will ich auch von Mickey und Goofy haben. Und am besten auch noch von Donald, wobei der Donald in dem Farmset, das im Katalog nicht auftaucht, ist eigentlich in Ordnung. Das ist ein relativ normaler Donald Duck. Ist halt ein bisschen Farm-Donald Duck, aber bei Donald Duck geht das. Das ist ja ein bisschen schade bei diesem Thema. Sind schöne kleine Sets. Kann man gar nichts gegen sagen. Bisschen teuer durch die Lizenz. Ja, herzlich willkommen bei Lego. Aber ich würde mir noch einen normalen Mickey und einen normalen Goofy wünschen. Normalen Pluto haben wir schon. Es gibt keine unnormalen Plutos. Ne, da können wir noch hinkommen, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden damit. Dafür aber neu
im Grunde auch Disney, aber nicht ganz. Spidey and His Amazing Friends ist offenbar eine neue Spider-Man-Zeichentrickserie, die anlehnt auf drei Spider-People, nämlich Peter Parker, Miles Morales und Gwen Stacy. Da ist eine Gwen, da ist ein Miles Morales, da ist ein Peter Parker, da ist ein Peter Parker, da ist ein Miles Morales, da ist ein Peter Parker. Die Sets haben in der Ankündigung, als immer nur die Titelkante, war ich sehr gespannt, was da kommen würde, hauptsächlich wegen dem Ding hier. Hulk vs. the Rhino. Hulks und Rhinos Truck Duell heißt es jetzt auf Deutsch. 20 Euro für einen Hulk und einen Rhino? Absolut großartig. Leider sind beides normale Minifiguren. Weil, gut, wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt zu sagen, für 20 Euro zwei Big Fix. Verstehe ich irgendwie. Ich hätte lieber ein Set mit den beiden als Big Fix gehabt und dann 40 ausgegeben, als zwei Minifiguren für 20. Muss ich ehrlich sagen, Rhino ist eine coole Minifigur. Holen wir mal ein bisschen ran, damit ihr ihn auch seht. Ja, mit dem Kopf, mit dem Rhinoceros-Helm, durchaus cool. Hulk ist halt, Hulk funktioniert als Minifigur so gar nicht. Vor allem hat er auch noch die Hände von der Big Fig dabei. Das ist. Die Idee war da, aber man ist nicht durchgegangen. Ich hätte tatsächlich lieber einfach einen Pack mit den zwei Big Figs und dann vielleicht irgendwas, noch ein kleines Auto zum Schmeißen oder so. Das wäre großartig gewesen. Da hätte ich auch 30 gegeben. 40 wäre vielleicht ein bisschen happig gewesen. 30 hätte ich absolut in Ordnung, habe ich absolut gefeiert. Und die beiden Big Fix. Oder meinetwegen auch nur einen von den beiden, einfach mal wieder als Big Fix zu bekommen. Und wenn es dann nur das Rhino geworden wäre. Oder einen baubaren Rhino im Minifigurenmaßstab mit einem Spider-Man dabei. Das wäre absolut großartig geworden. So. Meh. Würde ich wahrscheinlich nicht aus eigenem Interesse kaufen, vielleicht für eine Vorstellung im Kanal. Muss ich mal überlegen. Muss ich mal überlegen, ob es gut ist. Das Ding hier, erstmal haben wir endlich mal eine Miss Marvel, aber vor allem, dieses Ding ist mir in der Zeit aufgefallen. Das ist eine dieser Kuppeln. Wenn ihr Penny Parkers Mac bauen wollt, ist das wahrscheinlich die beste Option für einen Teil für die Kuppel. Das ist der einzige Grund, aus dem ich das Ding eigentlich interessant finde. Alles andere, dieses ganze Set ist vom Konzept unglaublich albern. Vielleicht ist es in der Serie so, die kenne ich ja nicht. Wir haben Doc Ocks Labor mit einem neuen Doc Ock oder einen neuen Doc Ock. Ist eine der weiblichen Varianten. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist ein interessantes Teil. Ich glaube nur nicht, dass es für irgendwas groß verwendet werden kann. Haben wir in Blau und haben wir in Pink. Also hier haben wir es in Blau. Da haben wir es in Pink. Keine Ahnung, wofür man es brauchen kann, aber es ist mal eine nette neue Form für ein Teil. Vielleicht hat da jemand Verwendung für und findet das auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich weiß noch nicht, wofür man es genau brauchen kann. Trotzdem nett. Und das kleine 10-Euro-Set ist in diesem Fall Spider-Mans Technotrike mit einem Miles Morales und einem grünen Kobold. Ich denke, das wird definitiv bei mir landen. Hier seht ihr auch sehr gut dieses Netzteil. Das ist auch neu für das Thema. Da kann man auch zwei zusammenpacken. Dann kann man die Bösewichte schön zwischen zwei Netze packen und dann halt ganz einpacken. Gibt es in Rot, gibt es in Pink, gibt es in Weiß. Da ist auch nochmal Weiß. Das ist ein interessantes, nettes Teil. Da kann man definitiv was mit anfangen. Der grüne Kobold. Gesichtsausdruck ist vielleicht etwas comichaft, aber ich finde ihn in Ordnung. Grünen Kobold haben wir leider überraschend selten als Figur. Auch mit Gleiter. Wir kriegen den Miles Morales. Die Figuren hier haben etwas größere Augen als normal. Ja, das ist ein bisschen auch dieser Comic-Look oder Cartoon-Look, aber hier sieht das ganz extrem. Aber es geht eigentlich. Dadurch, dass Spider-Man ja auch schon mal unterschiedliche Gesichtsausdrücke hat, wo die Augen dann unterschiedlich groß sind, denke ich, kann man den als Minifigur dennoch ganz gut brauchen. Also das ist, glaube ich, eine Serie, die wird die Erwachsenen hauptsächlich wegen der Minifiguren ansprechen. Die Bauten sind blöd. Die Minifiguren, die dabei sind, sind teilweise ziemlich cool. Ich meine, immerhin kriegen wir mal wieder einen Hulk. Wir kriegen einen winzigen Hulk, der nicht größer ist als alle anderen. Genau wie beim Rhino auch. Das ist der Punkt, der mich stört. Aber eigentlich cool, dass wir es überhaupt kriegen. Ja, aber die Bauten kann man vergessen. Wenn ihr Figuren wollt, dann kriegt ihr die Figuren. Ich meine, das sind absolut alberne Fahrzeuge, wie wir das von Marvel Lego kennen. Zum Glück hat der Goblin einfach nur einen Gleiter. Das passt. Ich denke mal, ein oder zwei davon werde ich mir dieses Jahr noch ansehen. Wir haben die Klassikgeschichten mit ein paar neuen Sachen. Kreativer Meeresspaß. Ich weiß nicht, was daran mehr ausmacht. Das sind einfach nur Teile.
Ist ja auch in Ordnung, das finde ich absolut super, einfach mal eine Kiste Teile zu bekommen, um selbst was machen zu können. Wir haben kreative Monster, da sind dann ein paar mehr Zähne und Beine und Augen drin. Und wir haben Bausteine und Funktionen neu. Das sind dann natürlich Räder, Zahnräder, Drehgelenke, all solcher Kram. Ganz gute Ergänzung eigentlich. Einmal, war der vorher schon im Katalog? Den habe ich auch noch nicht gesehen. 11.015, also nicht im Katalog. Ist aber im Grunde auch einfach nur eine Steinebox, hat aber zusätzlich, hier steht es, Poster enthalten. Ne, so eine kleine Weltkarte, wo man drauf was draufpacken kann. Warum nicht? Warum nicht? Ist doch ganz nett. Okay, endlich mal Themen mit was Neuem. Lego Disney, die Prinzessinnen, die jetzt nicht mehr Disney-Prinzessinnen sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, das Lego Disney-Prinzessinnen-Heft ist weg. Und Lego hat auch die Lego Disney-Prinzessinnen den Titel nicht mehr. Ne, also es gibt noch Lego Disney-Prinzessinnen-Kram, er heißt aber nicht mehr so. Das ist offenbar so, dass Disney jetzt versucht, so ein bisschen von dieser Prinzessinnen-Idee wegzukommen. Und ja. Das ist das Ergebnis davon. Es heißt jetzt einfach nur noch Disney, ist aber immer noch mit Mini-Dolls, weil es in die Mädchenwelt irgendwie gesetzt wurde. Allerdings mit interessanten Variationen. Wir sehen das hier bei diesen neuen Torbögen für Anna und Elsa. Diese Kleider hier. Die sind ein neues, riesiges Kleiderteil. Und die kann man gleichzeitig auch mit diesem Teil dann, das hier verbaut ist, zu so einer Art Behälter machen, wo dann Zeug rein kann. Das ist eigentlich ganz cool. Von der Idee her mal was Neues. Neues Rockteil für die Mini-Dolls. Ansonsten halt unspektakulär schön, dass wir die beiden nochmal in kleinen 10-Euro-Sets jeweils kriegen. Ne, wer Anna und Elsa noch sucht, der bekommt sie hier ein bisschen günstiger. Denn Anna und Elsa waren so Figuren, die tendenziell in sehr, sehr überteuerten Sets kamen. Das war vor allem bei Frozen 2 so. Ja, oder die Eiskönigin 2. Die Sets zu dem Film waren komplett überteuert und Mondpreise und so weiter. Hier sind jetzt mal 10-Euro-Sets, dann ist es gut. Ich glaube, die Anna. Ja, Anna habe ich auch aus einer Polybag. Elsa habe ich tatsächlich keine. Brauche ich noch eine Elsa? Encanto, der neue Disney-Film, habe ich noch nicht gesehen. Soll sehr gut sein. Aber habe ihn echt noch nicht gesehen. Das ist auch wieder so ein Fall von alles läuft inzwischen bei Disney Plus und nö. Nö. Nö, Disney Plus. 50 Euro für das. Ah. Das ist ein wirklich schönes Haus. Ja, das ist so was sehr südamerikanisch, lateinamerikanisches. Richtig schön bunt, schön groß. Ein Zehner weniger und wir wären im Geschäft. Die Bücher gehen weiter. Das ist ganz nett. Weil die Bücher, die sind immer was anderes und offenbar funktioniert das auch. Ja, zu Antonio und zu Isabella. Ich vermute mal, das sind beides Figuren aus Encanto. Okay. Für Fans definitiv was. Das hier kennen wir schon, die Seite. Die Seite kennen. Nee, die Seite kennen wir nicht komplett. Wir haben auch schon dieses Set. Das ist nochmal interessant. 40 Euro. Buh. Sieht eher aus wie ein 30-Euro-Set. Höchstens. Darüber bin ich nicht froh. Dafür kriegen wir nochmal ein Pferd. Wir kriegen einen Tiger. Einen komplett neuen Tiger. Okay. Ein relativ großes Stück Schloss für Jasmin und vor allem Jasmin und Mulan. Zwei Prinzessinnen, von denen ich schon befürchtet habe, von denen sehen wir nie wieder was. Vor allem bei Mulan. Aber doch, sie tauchen wieder auf. Wer sie haben will, der kann sie hier bekommen. Ich würde sagen, es hätte es wirklich einmal um 10 Euro überteuert. Aber das scheint sich hier durchzuziehen. Oh. Das ist weniger Prinzessin, als ich erwartet habe. Gut, Frozen ist ordentlich geschrumpft. Das waren vorher zwei Seiten. Die Bücher, da ist jetzt von den alten Büchern auch nur noch Ariel übrig. Das ist doch ein neues. Ist es nicht? Ich behaupte, das ist neu. Mit Ariel. Belle, Moment, Ariel, Belle, Cinderella, Tiana. Auch schön, dass wir von Tiana noch was bekommen. Schade, dass es halt eine Microdoll ist. Kann man jetzt innerhalb der restlichen Welt wenig anfangen, aber okay. Ich glaube, die Disney-Prinzessinnen schrumpfen. Mal schauen, wie das weiterläuft. Was nicht schrumpft, ist Friends. Friends hat dieses Jahr 10-Jähriges. Und man merkt es. Man merkt es an dem Aufwand, der diesmal reingesteckt wird. Wir sehen hier schon mal zwei Seiten, alles neu. Gut, es sind nur drei Sets, aber
Das Ding ist klasse. Ein riesengroßes Baumhaus. Baumhäuser gibt es immer bei Friends. Die scheinen einfach dazuzugehören. Hier ist das Freundschaftsbaumhaus. Schön groß mit der Rutsche. Hinten ist auch ein Aufzug, damit wir hier den, wo ist er, den Rollstuhlfahrer auch ins Haus kriegen. Imkerklamotten, also eine Imkerfigur nochmal, ein Lastenrad. Das Windrad ist absolut albern auf dem Baumhaus, aber hey, können wir auch, auch Vogelhäuschen. Die habe ich noch gar nicht gesehen, das ist ja niedlich. Seht ihr hier diese Biene? Wahrscheinlich nicht, das Bild ist sehr, sehr klein. Diese neuen Bienenplatten sind ein bisschen comichaft, aber schön, dass wir eine offizielle Biene mal wieder kriegen. Ich glaube, das ist auch die erste Mal, dass wir eine offizielle Biene kriegen im Minifigurenmaßstab. Also für die Verwendung halt. Wir haben das Hausboot, gefällt mir durchaus auch. Ist, ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen kantig, aber Hausboote sind so. Ne, mit, okay, Hausboot und ein kleines, da kann man sich, Olivia hat ja vor 2 Jahren oder vor einem Jahr Olivias Garten bekommen. Jetzt bekommt sie zu dem Set, das Olivias Garten heißt, auch einen Garten, damit sie einen Garten hat, denn das alte Set, das war ja kein Garten. Schon besser. Kleines Gewächshaus. Gut, das Auto hätte man jetzt drauf verzichten können. Dann wäre es ein 20-Euro-Set geworden statt ein 30-Euro-Set. Ich habe das Gefühl, es kommen mehr männliche Mini-Dolls jetzt vor. Alle 3 Sets enthalten jeweils eine männliche Mini-Doll. Und mindestens eine. Das hier sehe ich 2. Ihn hier und ihn hier. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, weil ich glaube, auch die Mädels wollen nicht nur mit Mädels spielen, sondern irgendwo auch. Sollen Jungs schon noch existieren? Und ich, also das Baumpflanzungsfahrzeug, ja okay, dann kann man das Fahrzeug doch nicht rausnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass das Treibhaus der Fokus des Sets geworden wäre. Das gefällt mir nämlich. Einfach einen Garten aufzubauen, ich finde, ein Garten ist innerhalb der Friends-Welt etwas, was wirklich schön wird. Aber ich bin ja auch ein Gartenfreund. Insofern, ich habe genug Gärten gegründet und gebaut und so weiter und so fort. Vielleicht liegt es einfach daran. Wohnkomplex, 150 Euro. Die Idee für Friends, so einen kleinen Wohnkomplex zu machen, ist eigentlich schön. Und bis 100 Euro hätte ich sogar gesagt, Leute, ist in Ordnung, ist eine schöne Idee. Für mich viel zu quietschbunt, aber schön einfach für die Spielwelt. 150? Nee. Trotz des kleinen Trödelmarkts, der hier vorne offenbar stattfindet. Nee, gehen wir auf die rechte Seite. Streetfoodmarkt, 50. Okay, 50 ist für den Umfang bei Friends. Das ist so genau gerade der Rahmen, den ich stecken würde, wo ich sagen würde, ist gerade noch okay für den Umfang. Als Idee in Streetfoodmarkt finde ich schön. Ne, ist nochmal so was, so eine moderne Art halt, Streetfoodmärkte. Kommen ja gerade wieder in Mode oder waren es vor gewissen Ereignissen, die im Jahr 2020 angefangen haben und heute dieses Jahr hoffentlich endlich mal aufhören, dann haben wir wieder Streetfood-Märkte. Ne? Also so in Richtung, vielleicht auch Wochenmarkt wäre nochmal cool, aber das wäre vielleicht eher für City. Ne, nett. Schön, Futterstand, also hier kann man was essen und dann sind rundherum, hier ist ein Futterwagen, hier sind 2 Futterstände, das sieht aus wie einmal Sushi, einmal Morüben. Ah, Säfte, okay. Möhrensaft? Ja, gibt es, ist aber... ja, okay. Also der und der sind im Januar neu. Glamping. Hätte ich nicht gebraucht, aber ist nochmal eine schöne... Ist nochmal schön, dass man ein anderes Thema geht. Zelte gehen da eigentlich immer. Überhaupt nicht mein Fall und 40 Euro dafür. Nee, da seid ihr wieder drüber, genauso wie beim Ferienhaus. Schöne Idee, keine 70-Euro-Idee, sondern eine 50-Euro-Idee. Das Ding hier unten, dieses Bananenboot, habe ich schon mal beim Bau gesehen. Vor etlichen Jahren. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Das habe ich kurz bevor ich den Kanal gestartet habe, sogar damals geholt. Da gab es das Bananenboot mit einem Schiff vorne dran und hinten ein bisschen Schwimmding. Und die Qualität von meinem Bau war leider zu schlecht. Naja, auf jeden Fall 70 Euro fragen sie. 50 Euro würde ich sogar noch gerade geben. Ja, Friends scheint irgendwo preislich. Mein Gott, wie viel Neues machen die hier? Und nochmal 2 Seiten neuer Kram. Also über die Preise kann ich mich zwar beschweren, aber den Umfang der Sachen, die wir kriegen, nicht. Das ist schon nicht schlecht. Für die Tiertagesstätte. Auch hier wieder deutlich zu knallbunt.
von der Idee schön, aber deutlich zu knallbunt. Und die armen Tiere, die durch diese Rutsche hier nach unten kommen. Oh mein Gott, die armen Viecher. Sie werden es überleben, aber die Panikattacken sind real. Der hier ist cool, der Hund. Der Yorkshire Terrier ist es, glaube ich, oder sowas. Der gefällt mir sehr. Tierspielplatz, deutlich bessere Idee, weil es keine meterlangen Rutschen sind, sondern gut, das kann ich mir vorstellen, dass ein Hund das auch mal freiwillig aus Spaß macht. Das hier ist halt eine Panikattacke für so ein Tier. Das hier, ich glaube, der Hund, der hat einmal dann einen kleinen Schrecken und dann sagt er, aber hey, ich will nochmal rauf. Das ist in Ordnung. Eine kleine Mülltonne und Saubermachzeug bei dem Tierspiel. Das ist so ein wirklich nettes Detail. Das ist ein Detail beim Tierspielplatz, das hätte ich nie erwartet von Friends. Sieht nicht wirklich aus wie ein Tierspielplatz. Ja, welches Tier bitte benutzt eine Wippe? Aber, als Spielplatz. Spielplätze sind etwas, was ich immer schön finde bei Lego. Schildkrötenrettungswagen, ja gut, das ist einfach nur ein Fahrzeug. Das ist einfach nur ein Fahrzeug und das hier zählt noch nicht mal als ein Stück Strand, so klein ist das. Dafür kriegen wir aber Babyschildkröten. Ich meine, die gibt es schon länger, aber immer wieder schön, dass diese Form weiterverwendet wird. Die Babyschildkröten sind niedlich. Okay, achso, wir haben ja noch eine rechte Seite. Geht noch weiter mit den Tieren. Wir haben einen Tierrettungswagen. Meinetwegen. Tierklinik. 20 Euro ist in Ordnung dafür. Da ist der Preis in Ordnung. 20 Euro und trotzdem so ein kleines Gebäude. Ist nicht viel dran. Ist quasi nur ein Eingangsbereich zur Tierklinik. Und dann noch mal ein paar Viecher bei. Und zwei Minidolls immerhin. Im Verhältnis innerhalb von Friends-Preisen finde ich das in Ordnung. Das finde ich ganz gut. Tieradoptionscafé ebenfalls, muss man sehen, für einen Friends-Preis ist hier 30 Euro gut. Wir haben ein Lastenfahrrad, wir haben Viecher, wir haben einen schwarzen von den Terriern. Das ist, glaube ich, das Set, das tatsächlich bei mir landen wird, einfach nur, damit ich diesen Terrier habe. Ich mag den Terrier, die Mütze ist auch cool. Ja, einfach mal eine Beanie-Mütze auf einer Mini-Doll. Cooles Haarteil. Das hier ist sehr schön, oben gucken die Viecher raus. Auch das wieder nur ein Eingangsbereich, etwas größer als das hier. Hier ist nochmal ein kleiner, weiß nicht, Kaffeebereich oder sowas. Ja, warum nicht? Warum nicht? Jahrmarkt kennen wir schon, beziehungsweise gab es letztes Jahr schon, hatte ich glaube ich nie was von vorgestellt. Ich habe noch eine Polybag davon hier, die werde ich noch vorstellen im Laufe der nächsten Woche. Ich finde es schade, dass es Friends Magazin dazu wenig gemacht hat, weil diese Idee, dass die Sachen aus dieser Subserie jeweils noch einen Zaubertrick enthalten. Ich glaube, bis auf den. Nee, selbst der hat, glaube ich, einen Zaubertrick bei. Das ist eine coole Idee. Einfach ein bisschen mehr Interaktivität reinzupacken. Natürlich ist das in der Ausführung am Ende nichts wirklich Außergewöhnliches, was da rauskommt bei dem Zaubertrick. Aber es ist einfach nett für so eine Spielserie nochmal. Pferdewagen, immer schön. Erinnert mich ein bisschen an meinen eigenen. Aber immer schön. Nee, der Jahrmarkt ist eine Geschichte, die hat mir letztes Jahr schon, ist aber durchaus nett. Ich glaube, die Achterbahn hat keinen Zaubertrick. Doch, die Achterbahn hat einen Zaubertrick. Die Jahrmarktbuden haben einen Zaubertrick. Die Akrobatikshow hat keinen. Gut, wo soll man denn hier auch hinpacken? Der Wohnwagen hat offenbar keinen. Das ist etwas seltsam, weil das ganze Set heißt magischer Wohnwagen. Und beim magischen Wohnwagen ist kein Trick dabei. Auch Leute. Na gut, und beim Riesen hat es nochmal einer dabei. Ja, war ein nettes Unterthema. Wir haben ein Hotel, wir haben ein Kaufhaus, jeweils 100 Euro. Das Bio-Café ist noch dabei. Das ist auch wieder so ein schöner Aspekt, modernes Stadtleben. Ja, genauso wie gut, das Elektroauto. Woran erkennt man, dass ein Auto Elektro ist? Es steht halt drauf. Ansonsten sind die Dinger halt einfach nur Autos. Aber oh Gott, wir kriegen ein kleines Windrad. Das kann man dann irgendwo abseits vielleicht in den Garten oder in den Park stellen und dann hat man ein Windrad in seinem kleinen Friends-Städtchen. Warum nicht? Der Katzensalon ist noch dabei, die Trainingskoppel ist noch dabei. Andreas Haus, die Hardlake-City-Schule. Die Hardlake-City-Schule ist ja letztes Jahr schon dabei gewesen. Dieses Jahr, das weiß ich bereits aus Internet-Spoilern, City wird eine noch schlechtere Schule bringen. Die Hardlake City Schule ist schon übel. Ich meine, als Fassade gerade noch so in Ordnung, aber ne, als Schule, wie wäre es mal, wenn so eine Schule Klassenräume enthält? Ganz verrückte Idee, ich weiß. Aber ne,
Deswegen wundere ich mich ja, dass Lego mich noch nicht eingestellt hat, weil ich habe so verrückte Ideen wie macht doch Klassenräume in eure Schulen, wo mehrere Schüler sitzen können. Ich bin halt crazy. Ich habe es ja inzwischen einfach akzeptiert, dass. Sorry, ich hatte das Auge. Mein Auge ist als erstes dahin gegangen. Oh Gott, habe ich einen Schreck bekommen gerade. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich hier? In Werbung für Lego Life ist die Antwort. Okay. Dots läuft noch. Dots. Das Ding bei Dots ist ein Thema, über das man eigentlich so gut wie nichts sagen kann, das aber in Ordnung ist und funktioniert. Das ist eine Nutzung von Lego, die einfach funktioniert und sie gehen hier auch stärker darauf, auf die Alltagsnutzung, was ich hier sehe. Ja, Taschenanhänger macht Sinn. Messageboards macht Sinn. Einfach nur Sets mit Kacheln. Auf jeden Fall. Ne, das ist das Ding bei Dots. Also gerade bei diesen Dingern hier. Das ist eine sinnvolle Idee, Lego außerhalb der Spielwelt irgendwie zu integrieren, dass Dinge, die irgendwo einen praktischen Alltagsnutzen haben, dieses Spielerische in ihrer Optik haben. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Ja, also über Dots, man kann denken über Dots, was man will, aber die Idee ist gut. Die Idee ist einfach gut, Lego auf diese Art zu nutzen. Das geht so ein bisschen in die Lifehack-Welt und DIY-Welt. Finde ich in Ordnung. Die Seite hier ist bekannt, die Seite hier nicht. Der Bananenstifterhalter ist absolut süß. Was wollen Sie dafür? 20. Dafür ist er eigentlich zu einfach nachzubauen, weil so spektakulär sind die Teile da drin jetzt nicht. Auf der anderen Seite hier auf einen packen zu. Ich meine, die Teile sind keine 20 Euro wert, die da drin sind. Seien wir ernst. Die Teile kriegt man wahrscheinlich für einen Zehner. Und die Fliesen hat man noch rumfliegen. Aber ich mag das Design, ich mag, wie das Ding aussieht. Wenn ich ein bisschen mehr Mut hätte, einfach zu komplett kindischen Geschichten, würde ich den auf meinen Schreibtisch stellen. Es könnte im Laufe des Jahres passieren, dass ich das tue. Der ist süß. Was, ne? Also, ja. Das ist das Ding bei Dots. Man kann jetzt ganz grummelig sein und sagen, mein Gott, ist das alles ein Scheiß. Ich sage, ja, das ist Scheiß und zelebriert ihn. Das ist einfach nur Spaß am Leben. Solche Geschichten. Ja, es ist dumm und knallbunt und furchtbar und ah, und auf die Art und Weise ist es aber auch großartig. Ja, lebt das Kind in euch. Das ist das, was ich bei Dots nur sagen kann. Dann könnt ihr solche Sachen auch genießen. Manche taugen halt wirklich nichts. Warum sollte ich Cupcakes aus Lego haben wollen? Manche. Der Sonnenschein an einem grauen Tag. Das ist, was Dots ist. Das ist, was Dots ist. Okay, kommen wir zu Creator auf der nächsten Seite. Die Sachen hier kennen wir schon. Sind schöne Sets, alle drei. Das Riesenrad, das Strandhaus und das Safari-Baumhaus. Alles drei eigentlich schöne Sets. Und hier rechts haben wir neue. Kleine 3-in-1-Fahrzeuge. Der Straßenflitzer, der gut, aus dem Auto baut er zwei andere Autos. Ja, okay. Da ist der Buggy schon interessanter. Der Buggy hat als Alternative einen Bagger und einen Quad. Das ist ausreichend unterschiedlich, da ich sagen kann, ja, das funktioniert auch als 3 in 1. Das hier ist halt zu nah beieinander. Auch wenn gut, der Formel-1-Wagen ist noch ein bisschen anders, aber ne, der Hot Rod hier und das Ding. Zu ähnlich. Und auch hier, ausreichend unterschiedlich. Ihr bekommt den Überschalljet als A-Modell. Hier so ein Rennboot und einen Hubschrauber. Unterschiedlich genug. Cool, dass für das Flugzeug ein Ständer beikommt. Einfach, dass man es auch wo hinstellen kann und nicht auf dem Boden liegen hat. Das ist sehr schön mitgedacht. Würde ich mir häufiger wünschen, gerade bei Flugzeugen. Dass einfach mal so ein Ständer beigepackt wird, wenn schon kein Fahrwerk drin ist. Und ansonsten, ich meine, die sollten alle 3,15 kosten wie der hier. Ich sehe nicht, dass die 20 Euro wert sind, die anderen beiden. 15, die kriegt ihr im Laden auch für 15 wahrscheinlich. Und dann ist es gut. Das Schiff ist absolut cool. Von der Optik zumindest. Das ist noch nicht in der Hand. Die Cyberdrohne ist immer noch dabei. Auch ein schönes Set. Der Sportwagen, das Motorrad ist wie so ein Fall von ihr, kriegt dreimal dasselbe Fahrzeug in minimalsten Unterschieden. Rakete, immer cool, einen Space Shuttle zu haben. Rennwagentransporter ist ein bisschen komisch. Einfach vom Maßstab her, weil
macht halt 5 Euro mehr und macht ein richtiges Fahrzeug draus. Aber okay, dann haben wir hier wieder das Camping, den Campingurlaub. Der ist ganz nett. Vor allem, das sind auch wirklich unterschiedliche Bauten. Ihr kriegt die Camper, ja, den Wagen mit dem Wohnwagen, bisschen Gelände drumherum. Und den Alternativbauten sind einfach mal ein Leuchtturm und, ja, okay, ein Wohnmobil. Aber das Wohnmobil sieht auch wieder komplett anders aus als das hier. Ne, das sind die Sachen, wo ich sage, da ist 3 in 1 wirklich, wirklich sinnvoll. Hier rechts kennen wir schon. Schön, dass die Dinosaurier immer noch da sind. Das ist irgendwie ein Set, das lebt auch ewig für Lego-Verhältnisse. Es lebt nicht so lange, wie Playmobil-Sets manchmal leben. Die können 20 Jahre im Katalog bleiben. Aber für Lego ewig. Genauso wie Bewohner der Tiefsee. Das wird auch ein Dauerbrenner. Der Tiger. Der majestätische Tiger. Ja, ist ein schöner Tiger. Schöner Tiger, ein bisschen Bambuswald im Hintergrund und die Alternativen sind ein roter Panda und ein Koi. Ist okay, ist unterschiedlich genug und vor allem sieht der Tiger auch wirklich gut aus, zumindest hier auf dem Bild. Wer weiß, wie der in Wirklichkeit aussieht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Delfin und Schildkröte, schön als Idee für ein Set. Ist mir ein bisschen zu comichaft, der Delfin und die Schildkröte, aber nette kleine Ergänzung, gerade neben den Bewohnern der Tiefsee. Ja, das ist so die fröhliche Variante zu der Darkness von dem hier. Der Supermech, überhaupt nicht mein Ding. Ich mag diese Mechs. Ich habe ja auch ein, zwei davon letztes Jahr im Programm schon mal vorgestellt, weil Mechs an sich sind eine coole Idee. Das hier als 10-Euro-Set funktioniert das halt nicht. Der muss ordentlich groß sein, dann funktioniert er. Ja, macht daraus bitte ein größeres Set, mindestens ein 30-Euro-Set. Dann ist er halt dem Thema angemessen. Waldfabelwesen. Ich habe den Namen des Teils vorher gehört und habe gedacht, was kommt da, könnte cool werden. Es ist viel zu violett. Aber wie kann ich zu viel? Gut, der Igel hier ist furchtbar. Also der ist wirklich furchtbar. Die Eule ist gut. Das Eichhörnchen hier gefällt mir. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Ein Reh und eine... Ein Schmetterling? Ich habe keine Ahnung, was das da darstellt. Oh, Moment, das könnte ein Kaninchen sein. Das könnte ein komplett mutiertes Kaninchen sein. Das sieht sehr, sehr mutantig aus, das Ganze. Das Eichhörnchen finde ich absolut niedlich. Das Buch hier, die Teile für das aufgeschlagene Buch, die sind nochmal etwas, was mich tatsächlich reizt. Und als 15-Euro-Set würde ich sagen, ja. Ist in Ordnung. Eigentlich in Ordnung. Neue Minifiguren-Serie finde ich relativ uninteressant diesmal. Leider. Also, ne? Ich finde den Tukan hier cool. Keine Ahnung, wieso der mit dieser relativ langweiligen Forscherin kommt. Also langweilig vor allem deswegen. Die ist weniger aufwendig und gut bedruckt als die Jessica Sharp, die wir in normalen City-Sets kriegen. Aber der Tukan ist cool. Husky kriegen wir auch ohne den Typen, wobei der ist eigentlich nochmal eine relativ gute Figur. Der hier hat mal einen etwas zu heftigen Gesichtsausdruck. Genauso wie er. Das ist etwas, was mir bei den Minifiguren gerade auffällt bei dieser Serie. Die haben zu ausdrucksvolle Gesichter für meinen Geschmack. Die sind nicht neutral genug. Ja, dadurch sind ihre Verwendungen einfach zu spezifisch. Weil eigentlich würde der hier super ein Mittelalter-Ding passen. Und der hier. Wieso lächelt der? Ja. Aber mit dem Eichelhut, eigentlich cool, könnte ich zum Beispiel zwischen die Mega-Konstrukt-Schlümpfe stellen oder sowas, als, ne, auch geschrumpftes Figürchen. Der Rest interessiert mich aus der Serie sehr, sehr wenig. Entsprechend werde ich auch jetzt nicht weiter drüber reden, die Minions überspringen, weil da absolut nichts Neues bei ist. Schön aber, dass sie überhaupt immer noch dabei sind. Ich hätte wirklich gedacht, die fliegen raus. Wir haben Mario. Und Luigi. Luigi's Mansion. Schönes Spiel auf dem GameCube. Ich glaube auch auf dem 3DS kam es später raus. Die Mansion selbst, also dieses gruselige Versteckspiel-Ding, sieht auch aus wie ein gutes Set. Labor Schreckweg. Ja gut, ist 25. Dafür durchaus in Ordnung. Der Eingang. Er ist relativ groß, aber sieht nicht sehr, sehr interaktiv aus. Deswegen bin ich da bei den 40 nicht dabei. Aber schön, dass wir endlich Luigi's Mansion bekommen.
Richtig cool fände ich es, wenn es bei Super Mario die Gameboy-Spiele mal gäbe. Und zwar dann auch mit schwarz-weißen Sets. Da wäre ich absolut begeistert von. Das war quasi mein Einstieg in die Welt des Gaming. Wir haben hier links nochmal ein paar neue Super Mario-Sachen, hauptsächlich mit Strandthema. Und Bowser Juniors Clownkutsche. Okay, da ist meine Nostalgie komplett getroffen. Aus dem Super Mario World für Super Nintendo, genau. Da kam der erstmal das erste Mal vor, ich glaube damals von allen von Bowsers Kindern. Bowser hatte damals noch, ich glaube, 12 oder so. Gefällt mir. Wenn ich Mario hätte, wäre das Ding für einen Zehner sofort mitgenommen. Yes. Ja. Wir haben eine neue Serie von den Figuren. Die sind eigentlich paar nette bei. Gerade hier der Aufzieh-Cooper. Ja. Frosch Mario, Bienen Mario. Mehr Mario-Sachen, die wir schon kennen. Dass da einfach mal eine Hängematte drin ist. Und wir haben City. City, sehr viel was wir kennen und Neues. Was ist neu hier? Die drei sind neu. Die beiden, da kennen wir schon, die sind neu. Da ist die Schule, die ich meinte vorhin bei Friends. Leute, Lego. Das ist diese Fahrzeugorientierung, die mich bei City echt nervt. Ihr macht eine Schule und dann kriegen wir halt einen Schulbus. Okay. Eine Straßenplatte? Okay, eigentlich ganz nett, dass wir die Straßenplatte bei mehr Gelegenheiten bekommen, aber 60 Euro. Boah. Boah. 60 Euro dafür? Weil das Problem, das ich hier habe, ist wirklich die Schule selber. Wie ich bei Friends vorhin schon sagte, wieso haben Schulen keine Klassenräume bei Lego? Das ist ja noch nicht mal der Flureingang. Das ist einfach nur eine Tür von irgendwas und auf dem Set steht vorne Schule drauf. Und dann ist es eine Schule. Und wenn Leute nicht erkennen, dass es eine Schule ist, dann sind sie halt doof. So scheint Lego zu denken. Ich hör mich schon an wie der Panke. Aber das ist einfach nur furchtbar. Ich würde es absolut feiern, wenn Lego City eine Schule bekäme. Sogar eine Schule für 60 Euro. Würde ich die Platte weglassen, würde ich eine Schule machen, die besteht aus einem Eingang und einem Klassenraum. Ja, wäre minimal. Aber ne, irgendwo muss es auch in den Lego City passen und annehmbar bleiben vom Preis und so weiter. Deswegen ein Klassenraum völlig okay. Das hier ist Schrott. Ganz offen, ehrlich, direkt. Das Ding ist Schrott. Dafür, dass Schule draufsteht. Schmeißt es aus dem Programm, liebe Leute bei Lego, und macht eine Schule stattdessen. Ja, ich bin jetzt einfach mal, das klingt böse, aber so ist es. Dann werde ich jetzt mal wieder netter. Okay, weil die Rettungsschwimmerstation ist cool. Bisschen Strand, Straße dazwischen, Rettungsschwimmerausblick und der hat ja hier so ein Buggy, weil muss sein. Hier ist ein Eisverkäufer mit diesem neuen Eistüten-Verkleidungsteil. Die haben eine Schildkröte dabei mit ihrem Nest, ein Kind. Hier sonnt sich die Mutter von dem Kind wahrscheinlich. Bisschen Strandzubehör, das Ganze für 30 Euro. Und wir haben noch eine Straßenplatte. Obwohl, ne, die Dinger anscheinend sauteuer zu sein scheinen. Das ist in Ordnung. Das Ding ist wirklich gut. Ja, es läuft eine Straße quer über den Strand. Habe ich schon öfters gehört, die Kritik. Aber wart ihr schon mal an der Nordsee? Das passiert teilweise wirklich. Also an europäischen Stränden bekommt ihr das teilweise. Da ist dann ein Weg für Jeeps oder sowas. Oder auch für Rettungsfahrzeuge. Insofern finde ich das gar nicht mal so schlimm. Ja, vielleicht hätte man ein bisschen größere Strandplatte machen können. Vielleicht hätte man gut, das Schildkrötennest direkt am Badestrand ist ein bisschen seltsam. Gebe ich zu. Aber mir gefällt's. Als Set und als Teilespender. So. Und noch was Positives, das Krankenhaus. Das hier übrigens, ich glaube, das kam schon ein, zwei Mal vor. Ich habe es noch nicht erwähnt, das ist eine neue Farbe. Electric Yellow, Neongelb, ich habe verschiedene Namen dafür gehört. Das Ding ist, das ist die Farbe, die ihr bei Rettungsfahrzeugen öfter mal als Signalfarbe inzwischen habt. Ist eine moderne Erscheinung in der realen Welt, hier mal gespiegelt in Lego. Ganz nett, dass wir den Farbton bekommen, eben für Rettungsfahrzeuge und sowas. Hier am Hubschrauber ist es auch. 100. Ich bin bei den 100 Euro ein bisschen gespalten. Ansonsten gefällt mir das Krankenhaus eigentlich. Bisschen ungewöhnlicher Bau hier über die Straße, aber es hat richtige Räume innen drin.
Die sind nicht extrem groß, aber es hat Räume. Richtige Räume, nicht nur eine Fassade, nicht nur die Scheiße, die ihr als Schule bezeichnet. Nein, Räume. Die ist gut. Das Krankenhaus ist gut. Erstmal vom Konzept, kann ich nichts sagen. So. Neue Sachen, mal wieder Polizei, aber die Polizei scheint sich einfach nur auszutauschen. Insofern, es wächst nicht, es schrumpft nicht. Und obwohl das bei Polizei ist, ist es eine Bank. Auch eine Bank, ein Gebäude, das die Stadt braucht. Ich freue mich gerade ein bisschen, dass Lego City bei den Gebäuden zulegt. Gott, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde, das wird heute ein langes Video. Ja, einfach mal eine Bank. Ja, das ist im Rahmen von einem Banküberfall. Wir bekommen dieses Ding dazu und dieses Ding und dieses Ding und natürlich eine alberne Drohne. Wir bekommen eine Bank. Wenn das nicht, wie viel ist es? 100 Euro. Ich würde die Bank alleine für 30 nehmen. Dann wäre ich froh. Und meinetwegen die Straßenplatten dazu, okay, dann, weil die Dinger halt teuer zu sein scheinen, sagen wir 40. Aber, ne? Bank. Wäre cool, wenn man nicht das ganze Gribbel dazu hätte und das dann so ein teures Set werden würde. Ich würde mich über eine Bank einfach mal so freuen. Rechte Seite ist alles neu. Was haben wir? Wir haben eine neue Polizeistation. Das ist keine Polizeistation. Das ist noch nicht mal eine Polizeigarage. Was ist das? Das ist noch nicht mal eine Front von der Polizeistation. Das sind zwei Fenster. Oh Gott. Aber wir kriegen Müllfahrzeug dazu. Ja, man muss ja, also, ne, sparen wir ein bisschen an der Polizeistation bei einem Set, das Polizeistation heißt, und packen dafür halt einen Müllwagen dazu. Ja, ich verstehe das Konzept, der Müllwagen gehört halt zu den Banditen und die verstecken sich damit und so, aber teilt das bitte in zwei Sets. Nehmt den Müllwagen als eigenes Set, meinetwegen auch mit einem Banditensubthema, und dann macht ihr die Polizeistation nochmal für 60 vernünftig. Ja, Lego, können wir uns darauf einigen? Weil das hier, das ist... Oh Gott. Gott, ist das Schrott. Die mobile Einsatzzentrale wiederum ist ganz brauchbar. Die stellt genau das dar, was sie darstellen will. Wir bekommen ein bisschen was dabei. Für 40 Euro das Ganze finde ich in Ordnung. Kleines Polizeiauto in etwas moderner. Warum nicht? Ersetzt halt das vorherige. Eiswagenverfolgungsjagd, da habt ihr nochmal das Polizeiauto. Das sieht... Ne, es ist nicht identisch, aber es sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Gut, es sind beides Polizeiautos. Aber wir kriegen noch einen Eiswagen. Der ist ganz nett. 30 Euro für zwei Fahrzeuge. Ja, ist so Speed Champions Niveau vom Preis. Das hier ist übrigens ein nettes Teil. Das ist auch ein paar Mal verwendet worden. Neues Teil zum Ausschießen. Hier für Eiscreme. Und irgendwo war es noch für... Ne, ist es nicht hier. Doch, da oben. Hier, für... fliegende Spiegeleier. Ein schönes neues Teil eigentlich. Gott, das ist diesmal wirklich gemischt, mein Urteil zu City. Ja, wir kriegen ein brennendes Haus. Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen eine brennende Wand. Was ist das? Eine Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe? Sardinenfabrik. Okay. Das Konzept einer brennenden Sardinenfabrik gefällt mir sehr gut. Das ist ein nettes Löschfahrzeug. Einsatzwagen. Nettes Set, eigentlich ein Feuerwehrkram. Auch hier wieder 100 Euro sind übertrieben. Macht das für 60 wie die Polizeistation, dann sind wir uns einig. Neuer Feuerwehrhubschrauber. Ja, meinetwegen. Für einen 10er mittleres Set, warum nicht? Damit man auch eins hat. Hier nochmal zwei Fahrzeuge und ein Stückchen Gebäude und nochmal ein Motorrad, auch wieder 30. Ja, okay, kann man machen. Die Feuerwache. Ist jetzt auch nicht viel besser als die Polizeistation zum selben Preis. Sogar noch ein bisschen eher, weil das hier sieht halbwegs aus wie ein Gebäude. Das hier halt nicht. Trotzdem zu klein für 60 Euro. Muss ich einfach konstatieren. Was ist denn hier neu bei den kleineren Geschichten? Das Stuntflugzeug ist neu. Okay, 10 Euro Stuntflugzeug kann man machen. Nichts besonders Tolles, aber ist in Ordnung. Hier ist alles neu. Der Betonmischer, gut, ist ein 4-Plus-Set, muss man im Hinterkopf behalten. Trotzdem finde ich das Ding potthässlich. Das Führerhaus funktioniert halt nicht. Hubschraubertransporter, ja, okay. Warum nicht? 30 Euro ist in Ordnung für so einen Truck. Was soll man da sonst sagen? Geländekran, 40 Euro.
Wenn ich berechne, dass die Straßenplatten ja, wie schon gesagt, ein paar Mal schon gesagt, relativ teuer sind und dass das Ding halt einen Kranausleger hat, der auch relativ teuer zu machen ist, dann ist es in Ordnung. Dann, ne? Also ja, ist nicht toll, nicht schlecht, einfach nur okay. Das schauen wir gleich nochmal an. Da sieht man, ich habe es bei Smith geholt. Stunts sind letztes Jahr auch schon rausgekommen. Die werde ich nochmal anschauen. Weil es interessiert mich doch definitiv, wie die das Action-Feature umgesetzt haben und wie gut das funktioniert. Die könnten potenziell sehr, sehr gut sein, könnten potenziell aber auch sehr, sehr schlecht sein. Aber ich glaube tatsächlich, sie sind eher gut. Ich glaube, ich werde mir einfach mal eins von diesen einzeln verkauften Motorrädern besorgen. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Und dass die Rampen cool sind von der Idee, das ist klar. Ist mal wieder ein bisschen Action in City. Aber auch Weltraum ist in City. Kommt im März. Und schauen wir doch mal drüber. Angelehnt an die Mondstation Gateway, das ist im Artemis-Programm. Artemis-Programm, das ist wahrscheinlich dieses hier. Ja, okay. Bisschen klein für eine Raumstation, wenn ich gerade die Figuren hier sehe. Die da einfach mal. Stellt euch vor, ihr müsst stundenlang im Weltraum in so einer Sardinenbüchse sitzen. Das ist schon übel. Also selbst für Raumfahrtverhältnisse, wo man tatsächlich Tage und Wochen lang in irgendwelchen Sardinenbüchsen sitzt. Das hier ist nochmal eine gesteigerte Furchtbarkeit dessen. Aber gut, man hat halt sein Ding, wie groß können die Sets werden? Und oh Gott, das sind 60 Euro. Ja, es ist der Bau selbst, ich mag den Bau. Ja, das ist eine Raumstation, die aussieht wie eine Raumstation. Ich finde sie etwas zu teuer. Das würde ich als 40 bis 50 Euro Set schätzen, nicht als 60 Euro Set. Wir haben mal wieder einen 30 Euro Rover. Letztes Mal war es auf dem Mars, jetzt wieder auf dem Mond. Sieht ein bisschen kleiner aus als der vom Mars, aber durchaus noch im Rahmen. Und wir haben eine große Mondstation. Eine Forschungsbasis. 100 Euro. Gerade so. Ja, gerade, ich würde sagen, gerade noch so. Okay, wenn man sieht, dass man einen kleinen Gleiter hier kriegt, man kriegt einen Shuttle, man kriegt einen Mondbuggy, kleine Roboter hier, paar Figuren, den Kran. Okay, wieso hängt der Kran an dem? Meinetwegen, ist der Mond, da ist weniger Schwerkraft. Die Mondstation sieht auch relativ gut ausgedacht aus. Also auch von der Funktionalität. Ja, die sitzen hier in der Kuppel und die Fahrzeugbucht ist darunter und isoliert. Die Idee von der Konstruktion ist eigentlich ganz gut. Kann man zu klein finden. Ich finde, es ist gerade noch im Rahmen, aber wirklich gerade noch so. Meer City, wir haben die Viecher immer noch. Scheint auch ein bisschen reduziert zu sein. Wir haben noch eins von den Meeresdingern übrig. Auch das große U-Boot ist jetzt aus dem Programm geflogen. Die Basis ist noch da. Wir haben ein bisschen Züge. Wir haben ein Flugzeug. Ich bin froh, dass das Ding Passagierflugzeug heißt und nicht mehr. Ich glaube, das Set hieß mal Flughafen. Und da habe ich mich halb totgelacht darüber, dass das hier einen kompletten Flughafen darstellen will. Jetzt ist es ein Flugzeug mit einer kleinen Nebenhalle. Das ist in Ordnung. Batman, hier nichts Neues, da nur Neues. Alles neu Januar. Eine neue Batcave. Die, seien wir ehrlich, das ist. Sag mal so, The Batman, der nächste Batman-Film, scheint stärker auf Realismus zu setzen. Kann ich verstehen, finde ich beim Film auch durchaus in Ordnung zu sagen, so, wir gehen jetzt mal von dem Superheldenkram ein bisschen weg und machen es realistischer. Ergibt leider relativ langweilige Designs. Wir bekommen ein paar viel zu große Motorräder. Aber okay, wir kriegen die für 15 Euro zwei Stück. Da kann ich noch nicht mal was gegen sagen, das ist in Ordnung. Wir bekommen ein neues Batmobil, das einfach nur aussieht wie ein Auto. Ich werde es wahrscheinlich einfach, weil es ein Batmobil ist, hier auch nochmal vorstellen. Ich muss aber auch sagen, gerade dieses Bild hier lässt es nicht gerade gut aussehen. Also dieses Bild, weil am besten sieht dieses Ding, glaube ich, von hinten aus, wegen der Motorkonstruktion und so weiter. Die scheint wirklich spektakulär zu sein. Ansonsten ist es halt einfach nur ein schwarzes Auto. Wahrscheinlich werde ich es früher oder später hier vorstellen. Wann kommt es? Im Januar, also jetzt schon raus. Ja, mal schauen, wann. Vielleicht parallel zum Film oder so. Jedenfalls nicht jetzt direkt. Da habe ich andere Sachen, die vorher kommen. Die Betthöhle scheint eine umgebaute U-Bahn-Station zu sein. Hier steht sogar Wayne Terminus. Das ist wahrscheinlich eine U-Bahn-Station.
Da gibt es auch nochmal ein Motorrad, diverseste Figuren. Ist auch nur so, gerade so eine Betthöhle, ne? Das Ding ist, da kann Lego nichts zu. Das ist die Ästhetik des Films. Mir gefällt die Ästhetik des Films nicht als Ästhetik. Ich verstehe aber, wieso sie so gemacht wurde, wie sie gemacht wurde. Dieses Jahr bin ich bei Lego echt gespalten. Bei fast allem. Der Iron Man, da bin ich nicht gespalten, der ist hässlich. Auf der anderen Seite hätte er schlimmer sein können. Der große baubare Iron Man. Der Kopf sieht so komplett deplatziert aus. Alles andere geht eigentlich. Der Kopf wirkt falsch. Ja. Iron Man Figur 40 Euro. Eternals ist noch aus dem letzten Jahr, aber war, glaube ich, da noch nicht im Katalog. Wir haben einen fliegenden Dorito, wir haben einen fliegenden Typen, wir haben einen fliegenden Flieger und wir haben einen laufenden Läufer. Hat das etwas komische Konzept, die Eternals-Serie, dass ihr die Figuren nur dann alle zusammen habt, wenn ihr wirklich alle vier Sets besorgt oder alle drei? Arishans Schatten hat, glaube ich, nur dieses Ding. Ist da überhaupt noch eine Figur bei? Moment. 76, oh doch. Aya, Kingo, Icarus und Cersei. Das ist echt so. Ihr braucht alle vier Sets, damit ihr die Figuren zusammen. Ich habe öfter mal überlegt, den hier zu holen und vorzustellen. Die sind ja schon ein bisschen länger raus. Problem mit diesem Set war, das kam mir dann halt irgendwie zu bekloppt vor. Das Vieh halt, ne? Das sieht halt nicht aus wie irgendwas Organisches. Das ist bei ihm ja auch das Problem. Also diese Deviants, ich weiß nicht. Mich hat der Film auch nicht interessiert. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, soll ich nochmal was von den Eternals vorstellen? Schreib's unten rein, dann mache ich das vielleicht. Vielleicht. mich interessiert weder der Film noch das Thema. Am ehesten noch Arishem, weil ne, diese Riesenfigur, wie groß ist der? 30 cm, baubar. Sehen wir bei Marvel zu selten, gerade für so gigantische Gestalten. Der wäre nochmal interessant. Auf der anderen Seite sind es halt auch 70 Euro. Und wenn ich das überlege, wenn ich 70, 80 Euro in Lego ausgebe, warte ich lieber bis in April und hole mir dann den mit Sicherheit nicht im Kanal auftauchenden Longneck von Horizon Zero Dawn. Der soll dann nämlich erscheinen, April oder Mai. Den habe ich mir definitiv schon vorgemerkt, weil ich bin absoluter Fan vom Spiel. Der Longneck ist ein absolut cooles Design aus dem Spiel. Und wenn es den offiziell gibt, der ist auf meiner Vormerkenliste, ganz klar. Aber bleiben wir nochmal bei Marvel. Wir haben neue Mechs oder auch nicht. die sind im Katalog. Lego hat aber im Dezember noch gesagt, ja, nee, wahrscheinlich doch nicht. Und ich bin da gespalten, weil wir hätten einen Wolverine gekriegt. Mich interessiert der Mech nicht. Die Mechs, es ist jedes Mal derselbe Mech mit winzigen Abweichungen. Unglaublich langweiliges Subthema innerhalb von Lego Marvel. Aber eine Wolverine-Minifigur. Endlich wieder ein X-Men und vor allem auch die Platte hier mit dem X drauf. Für X-Men-Bauten. Ja, Black Panther, ich meine, der Mech ist nochmal ein ausreichend anderes Design, dass ich ihn tatsächlich noch interessant finde. Noch ein Iron Man finde ich absolut langweilig. Ja. Sind zumindest verschoben, wenn nicht gar gecancelt. Weil Lego hat gesagt, ja, wir haben uns die Bauten nochmal angeguckt, die sind nicht stabil genug. Ich weiß nicht, ob ich es schade finden soll oder nicht. Einerseits finde ich es nicht schade, weil ich fand die Mechs halt furchtbar, weil es war immer dasselbe Teil. Mit winzigen Abweichungen, um ein bisschen auf die Charaktere einzugehen, die dabei waren. Auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich schade, hauptsächlich um die Wolverine-Minifigur. Ich finde es eigentlich nur wegen der Wolverine-Minifigur schade. Weil endlich mal ein X-Men im klassischen Comic-Design. Nach langer Zeit Lego X-Men. Das ist aber der einzige, was ich schade finde. kleine Ankündigung, wir kriegen zu Universe of Madness und zu Love and Thunder Sets, aber noch nichts hier, wahrscheinlich, weil die nicht spoilern wollen. Bin ich sehr gespannt drauf. Love and Thunder ab Mai für Multiverse of Madness ist hier noch kein Datum verzeichnet. Ich bin jetzt auch nicht sicher, wann der Film kommt. Könnte März oder April sein. Schauen wir mal, was da kommt. Könnte gut werden, gerade Doctor Strange. wo wir gerade schon bei Max waren und bei Dingen, die irgendwo keinen Sinn ergeben.
Tony Starks sakarianischer Iron Man ist aus das einzige Set zu What If, außer der Minifiguren-Serie. Und es stammt genau aus der Folge von What If, die dann nicht rausgekommen ist. Die in die zweite Staffel verlegt wurde, wegen, weiß nicht, Zeitgründen, Drehproblemen. Der Watcher ist dabei, immerhin. Immerhin, wir kriegen einen Watcher in dem Set. Das Set gibt es ja auch schon. Aber eigentlich schade, weil ich mag dieses komplett andere Design von einem Iron Man Riesensuit. Ja, das ist definitiv eine schöne Ergänzung zu, ich sag mal, einer Iron Man Sammlung. Man kann den zu einem Auto umbauen. Warum auch nicht? Wahrscheinlich macht das in der Folge irgendwelchen Sinn. Ich weiß es nicht. Die Folge ist ja nie erschienen. Oder wird erst noch erscheinen, was absolut schade ist, weil Lego macht ein Set zu der Serie. Und dann kommt genau die Folge der Serie, in der das Set vorkommt, nicht raus. Das ist so ein Scheißpech auf Legos Seite. Ah, so ein Pech. Ah, Spider-Man, das ist alles nichts Neues. Jurassic World ist heftig geschrumpft. Es sind eigentlich nur noch die vier Sets aus letztem Jahr. Die vorherigen sind alle raus, aber es gibt im April dann neue. Okay, schauen wir mal, was im April da kommt. Überlegen, ob ich den Sticky Moloch mir noch hole. Einfach mal noch mal ein kleines Set und sind noch mal Ben und Brooklyn bei, einfach als Figuren aus der Serie. Ich mochte die Netflix-Serie durchaus. Die anderen beiden Sets sind überteuert. Muss man nicht drüber reden. Das ist aber leider so, wenn da ein großer Saurier bei ist, sind die sau teuer und so teuer, dass ich sage, nee, dann lieber nicht. Den hier habe ich ja vorgestellt in dem Video. Ja, okay. Ninjago. Ninjago. Neue Spinner. Komplett uninteressant. Es sind mal wieder Spinner. Was soll man sagen? Es sind mal wieder Spinner. Das hier, Evo, beziehungsweise Core, ist eine interessante Idee. Was Lego hier macht, ist, die nehmen Ninjago und bringen Sets, die nicht zur Serie gehören. Und offenbar wollen die ausprobieren, was passiert, wenn sie halt Sets unabhängig von Serien machen. Funktioniert Ninjago ohne die Fernsehserie so gut wie mit? Scheint deren Gedanke zu sein. Problem ist, ich finde den meisten dieser Sachen nicht gelungen. Der Rennwagen von Lloyd ist okay. Die Mechs, das sind keine schönen Mechs. Die Drachen finde ich auch so sub. Ja, eher so suboptimal. Weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie dieses Experiment von Lego läuft. Mal zu gucken, wie Ninjago ohne die Serie funktioniert. Haben wir da weitere? Ne, das ist jetzt wieder normales Ninjago. Dasselbe Seitendesign, okay. Auch hier gibt es aber neue Sachen. Also auch bei den Sachen, die in Verbindung zur Serie stehen, gibt es Neues. Auch hier wieder mittelmäßige Drachen. Sorry, was ist das für eine fette Kröte mit Flügeln? Ist noch kein Drache. Das sieht aus wie ein Luftballon. Sieht aus wie ein Frosch, der gesprungen ist und vergessen hat, wieder auf die Erde zu kommen. Gott. Der Mech ist gut. Der Kombi-Mech ist gut. Der gefällt mir. Ultra-Kombi-Mech sogar. Ultra-Kombi-Ninja-Mech. Ja, schöner großer Mech. Hola. Ja, 85 Euro sind dann aber auch ein entsprechend stolzer Preis. Da sollte man noch besser einen großen Mech machen. Und der kann Power Rangers-mäßig nochmal in mehrere Fahrzeuge zerlegt werden. Das Konzept für diesen Mech ist cool. Da kann man gar nichts drüber sagen. Der ist schön groß. Schönes Konzept hier auch mit dem zusammenzubauen. 85 Euro sind ein bisschen viel gefragt. Aber sonst ist der gut. Wir haben einen neuen Tempel. 100 Euro, fast schon üblich für Tempel, ne? Ist leider viel, ist immerhin ein relativ großer Tempel. Und wie gesagt, 100 Euro und mehr sind für die Tempel durchaus üblich geworden. Ninja Trainingszentrum, da ist relativ viel bei. Ja, 40 Euro, sieht aus wie ein 40-Euro-Set. Ist ein bisschen sehr auseinandergerissen, sind halt jeweils einzelne Teile, aber Ninja Trainingszentrum mit verschiedensten Möglichkeiten für die Ninja zu trainieren. Zane kommt sogar mit seinem Kreisel. Das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. In Ordnung des kleinen Set. Jetzt habe ich in Ordnung versucht, zu einem Adjektiv zu basteln. Das hat gar nicht funktioniert. Aber das Set hat funktioniert. Das hier sind Sachen, die wir kennen. Ninjago Legacy. Ninjago, die Unterwassergeschichten. Das war ein schönes Thema. 2020. Die Unterwassersachen waren
wirklich schöne Sets. Die Insel, auch hier zieht sich im Grunde ein Kontinuum unter Wasser und die Insel waren zwei wirklich schöne Staffeln mit wirklich schönen Sets bei Ninjago. Nichts Neues bei Speed Champions, neue Sachen gibt es ab März. Werden mich wahrscheinlich gar nicht interessieren, weil Speed Champions überhaupt nicht meine Welt. Harry Potter. Der haarige Töpfer bringt uns nochmal einen Moment. Der Wahrsageunterricht hier mit einem violetten Buch. Das überrascht mich. Das hat mich wirklich überrascht, dass der kommt. Da ich nicht gedacht hätte, dass die Bücher sich so gut verkaufen. Es sind komischerweise nur noch drei. Das heißt, zwei sind gleichzeitig aus dem Programm geflogen. Drei sind aus dem Programm geflogen, denn auch der Verteidigungsunterricht ist neu. Ist doch bestimmt ein Malfoy bei, oder? Nein, kein Malfoy. Ha, eine Hermine und das sieht aus wie Crab oder so. Vielleicht, und wir haben Mad-Eye Moody. Mad-Eye Moody! Jawohl. Leider in diesen Bücherdingern. Ich hätte nicht gedacht, dass die gut genug funktionieren, um zwei neue rauszubringen jetzt noch. Auf der anderen Seite scheinen sie nicht gut genug zu funktionieren, weil drei gleichzeitig aus dem Programm geflogen sind. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich jetzt ernsthaft. Sind die jetzt ein Erfolg gewesen oder nicht? Oder sagt Lego, ja, hat nicht funktioniert, aber versuchen es nochmal mit einer anderen Variante. Sehr komisch. Naja, gut. Und auf der anderen Seite der Koffer. Nein, nicht der Kaffer, der Koffer. Der so ein bisschen zum selber basteln ist. Hogwarts Zauberkoffer. Ihr seht, hier kann man sich seine eigene Figur zusammenstellen. Was man bei Lego halt sowieso kann. Wir kriegen einen bunten Koffer mit... hoffentlich sind das hier... Das sind Schilde, die müssten eigentlich bedruckt sein. Oder sind das Aufkleber? Hier sieht es aus wie ein Aufkleber, ne? Weil die Schilde für alle vier Häuser zu bekommen, das wäre nochmal cool. Ja gut, dann ist da drin irgendwie nochmal ein bisschen Gerappel. Das Set ist wirklich schwierig einzuschätzen. 60 Euro finde ich auch ein bisschen viel wieder. Ja, auch hier wieder der Punkt, einige Sachen sind einfach zu teuer. Das kennen wir weitgehend. Der Krankenhausflügel ist neu. Der Krankenhausflügel ist nochmal ein interessantes Set. Leider auch wieder mit den sandgrünen Dächern. Aber gut, Lego Harry Potter ist inzwischen dazu übergegangen, wieder ein neues Hogwarts aufzubauen. Diesmal mit sandgrün. Und das wird hier fortgesetzt. Krankenflügel. Hatten wir jemals einen Krankenflügel bei Lego Harry Potter? Oder ist das der erste? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir hatten mal einen in der Phase, als die Figuren noch gelb waren. Also ganz, ganz früh bei Lego Harry Potter. Ist aber, finde ich, in Ordnung. Als Ergänzung für den Hogwarts nochmal einen Krankenflügel zu machen, kann man dran bauen, kann man seinen Hogwarts Ich merke gerade, dass der Uhrenturm immer noch dabei ist mit den grauen Dächern. Das ist ein Durcheinander. Das ist ein komplettes Durcheinander und der Astronomieturm ebenfalls. Ja, okay, komplettes Chaos. Mindstorms, immer eine Seite, immer dasselbe drauf. Okay. Und Lego, Minecraft. Ich glaube, 2022 wird so ein Minecraft-Jahr. Wir haben die neue Zeitschrift, wir haben ein Riesen-Update beim Spiel und wir haben auf der rechten Seite jede Menge neue Sets. Und die neuen Lego-Minecraft-Sets sind ganz ehrlich spektakulär. Hier ist der Kommunisten-Creeper. Den werde ich definitiv diesen Monat nochmal vorstellen. Er ist relativ absurd, aber das ist das diesjährige 10-Euro-Set. Kaninchen-Farm? Nee, Kaninchen-Ranch. Mit dem riesigen gebauten Kaninchen. Ein cooles Ding eigentlich. Das hier ist absolut das absolute Highlight dieses Jahres. Das Wächterduell. Wo man einfach mal für gut 23 Euro nicht nur einen Wächter und einen großen Wächter bekommt. Und einen Leuchttintenfisch. Und eine Skin. Nein. Axolotl. Na gut, und vor allem auch den großen Wächter. Das sind sehr schwierig zu bekommende Mobs. Also für Lego Minecraft Fans ist das Ding, glaube ich, ein Muss. Ja, es steht auch definitiv auf meiner Liste genau wie das Pilzhaus. Endlich mal wieder eine Pilzkuh. Ich glaube, die berittene Spinne ist das erste Mal als Mob dabei. Und dann halt das Pilzhaus. Komischerweise, naja gut, reden wir darüber, was daran komisch ist, wenn ich das Set dann vorstelle. Das Fuchshaus, das ist absolut süß, oder? Es ist ein Haus ohne Eingang, das habe ich schon gesehen, aber... ist schon süß. Das Ding hier finde ich potthässlich. Komischerweise ausgerechnet das größte. Ist wirklich, wirklich hässlich geworden. Dieses Magenta.
passt halt überhaupt nicht zum Rest, aber naja. Hier haben wir Sachen, die wir kennen. Okay, und das war's. Ich habe das Gefühl, Lego Minecraft... Ist die Reihe kleiner geworden oder haben sie es einfach nur auf weniger Seiten gepackt? Ich glaube nämlich, sie haben es einfach nur auf weniger Seiten gepackt. Ich glaube, so viel weniger ist es gar nicht geworden. Klar, ein paar Sachen sind rausgeflogen, definitiv. Das Tiger-Abenteuer sehe ich nicht und den Panda-Kindergarten. Ich glaube, auch eins von den 20 Euro ist jetzt aus letztem Jahr schon wieder raus. Nee, alle da. Teilweise ein bisschen teurer geworden, von 20 auf 23. Aber sie sind noch da. Der Pferdestall ist bei 20 geblieben. Ja, okay. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war mehr da. Aber alles, was neu da ist, bis auf dieses Ding, ist wirklich gut. Also bei Minecraft, das lebt weiter. Wir haben Star Wars. Wir haben der letzte Rest der Microfighters. Hier die Razor Crest, das ist der einzige Microfighter, den wir dieses Jahr offenbar kriegen. Die Microfighters sind halt durch. Was ich sehr schade finde, denn die Microfighters haben in den letzten 3 Jahren ja immer noch so einen Doppelpack. Eine Kreatur, also ein Reiter auf eine Kreatur und ein Fahrzeug. Habe ich cool gefunden, weil wir dadurch eine Menge Kreaturen, was heißt eine Menge Kreaturen, wir haben jedes Jahr eine Kreatur gebaut und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich bei Star Wars die Kreaturen sehr mag. Es hat einen Grund, weswegen ich zum Beispiel selbst auch bei Rebrickable inzwischen 3 unterschiedliche Star Wars Kreaturen anbiete. Weil ich mag Star Wars die Kreaturen. Ich mag die viel lieber als die Fahrzeuge. Ich mag auch die Fahrzeuge von Star Wars, aber die Kreaturen sind absolut cool. Worauf wir, ja gut, das, ne, aber das ist einfach mal davon inspiriert, die Microfighter sind tot. Niemand wollte die Microfighter jemals. Das ist der letzte Rest, einmal noch eine Razor Crest. Ja, die hatte ihr... Niemand ist auch übertrieben. Die hatte ihre Fans, aber offenbar nicht genug. Dass sie überhaupt noch existieren, ist nochmal so eine Nettigkeit von Seiten Lego. Nächstes Jahr werdet ihr keinen mehr sehen. Da bin ich absolut sicher, auch wenn es den Millennium Falcon weiterhin gibt. Der läuft dieses Jahr aus. Dann gibt es den noch vielleicht nächstes Jahr nochmal als Rest, aber es wird kein neuer mehr zukommen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich ernsthaft nicht. Vielleicht nochmal als Beilage bei einem Buch. Aber nicht als separates Set. Wird es nicht mehr geben. Glaube ich nicht dran. Auch neuer AT-ST. Geht immer. AT-ST braucht man eigentlich immer in der Star Wars Welt. Kann man nicht auslassen. Dazu das Snowtrooper Battle Pack. Letztes Jahr hat es geheißen, es wird keine Snowtroopers mehr geben. Keine Battle Packs mehr geben in Zukunft. So wie es gerade eben in diesem Kanal auch geheißen hat, es wird keine Microfighters mehr geben nächstes Jahr. Jetzt sind sie wieder da. Und Snowtroopers gehen eigentlich immer als Battle Pack, weil es sind Snowtrooper. Da kannst du nicht zu viele von haben. Vor allem auch wegen des UCS AT-AT, der jetzt hier, glaube ich, nicht auftauchen wird, weil er halt ein UCS-Set ist. Aber der hat Platz für 18 Snowtrooper. Und wenn ihr 18 Snowtrooper haben wollt, braucht ihr ein Set, wo entsprechend genug Snowtrooper drin sind, dass man die 18 irgendwie zusammenbekommen kann. Also haben wir ein Snowtrooper Battle Pack. Das ergibt Sinn. Ja, und in Ordnung, Snowtrooper kann man immer als Battlepack packen. Das hier sind Sachen, die kennen wir. X-Wing, Millennium Falcon, das Tidarium Shuttle, ein TIE Fighter. Der große Yoda ist immer noch da. Der ist eine Überraschung. Ist eigentlich Grogu ist auch noch da. Die habe ich gerade gar nicht registriert. Die beiden großen Figuren scheinen zu funktionieren. Bin gespannt, ob Lego das irgendwann nochmal ausbauen wird mit den großen Figuren. Das scheint tatsächlich ein Erfolg zu sein. Ah, okay, das Microfighter Doppelpack ist auch immer noch da. AT-AT gegen Towntown. Immerhin. Ich glaube nicht, dass wir nochmal Neues kriegen. Ich hätte mir gewünscht, dass es halt ein Neues wieder gibt. Diesmal meinetwegen zu Episode 1. Ja, ein Kadu und ein AAT. Also die Droidentanks oder sowas halt. Es hätte da durchaus noch genug Optionen gegeben. Das sind Sachen, die kennen wir. Die laufen noch. Hier ist der AAT, genau. Und dann sind wir schon bei Technik. Was zum... Sorry, mich wundert gerade, dass... Okay, das hier ist ein Mandalorian, aber ich hätte mehr vom Mandalorian erwartet. Ja, zum Beispiel der TIE Fighter mit den faltbaren Flügeln oder irgendwie sowas. Hätte ich schon erwartet, dass die aus dem Mandalorian mehr machen.
und vielleicht auch schon mal ankündigen, hey, es kommen Sets zu Book of Boba Fett. Sowas hätte ich mir jetzt echt bei Star Wars erwartet, dass Lego das macht. Machen sie nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ernsthaft nicht. Gott, das Ding hier wird abendfüllend. Wir sind bei einer Stunde 15. Technik, Geländefahrzeug. Okay, sorry, Schrott. Das Ding hat ja noch nicht mal ein Dach. Das sieht doch aus wie nix. Ah, was ist das für ein komisches Rechteck auf Rädern? Das ist ja grauenhaft. Der Teleskoplader ist schön. Der ist süß. Ach, das ist auch nur ein 10-Euro-Set. Wieso macht Lego bei Technik, bei den großen Sachen halt nur Quatsch? Und dann kommen die 10-Euro-Sets so gut raus. Das Rennflugzeug ist noch da. Der Kompaktlader ist noch da. Das waren beides richtig schöne 10-Euro-Sets. Der Teleskoplader ist neu. Der sieht gut aus. Der Chopper ist neu und ist ein 2-in-1 sogar. Das auch. Alles 2-in-1 sind die kleinen Sets. Auch für den 10er, der sieht auch mehr oder weniger gut aus. Wenn mir denn jemand erklären könnte, was um Himmels Willen da mit der Kettenführung passiert ist. Man sollte bei einem Motorrad bitte nicht die Kettenführung auf den auf den Ausklappständer lenken. Ja, okay, bei 10 Euro kann sowas vielleicht schon mal... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sollte das nicht passieren. Aber ansonsten, wenn man von solchen Niggeligkeiten absieht, ist der durchaus nett. Also irgendwie schafft Technik es, die 10-Euro-Sets gut zu machen. Es kommt dieses Jahr auch wieder eine Technik Polybag. Also es wird auch quasi wieder ein 4-Euro-Set geben. Mit einer Lizenz, diesmal interessanterweise, ein Volvo-Radlader. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das werde ich dann auch finden und dir vorstellen können. Hier gehen wir ein bisschen... Oh, auch nur... Okay, die überrascht mich jetzt. 20 Euro überrascht mich für ein Technikfahrzeug. Positiv. Die sind, glaube ich, bekannt. Die beiden sind neu. Wie heißt das Ding hier? Megalodon. Monster Jam Megalodon. Der gefällt mir. Der ist einfach herrlich bescheuert. Das sind Rückziehgeschichten, genau wie hier El Toro Loco. Ja, die beiden sehr schöne Monster Truck Designs gefallen mir. Oh, ich habe bei dem jetzt erwartet, dass eine 1 vor dem Preis steht. Ist ein 49,99. Genauso wie bei diesem Formel E-Racer. Okay, es sind nur Pullback. Es ist nichts Großartiges. Ich kann die Größe davon schwer einschätzen. Ich würde jetzt im ersten Moment mal sagen, 50 Euro dafür, dass es Lego Technik ist, überraschend guter Preis. Modelle sind in Ordnung. Also durchaus. Gut, die Ducati und den McLaren kennen wir schon. Die hier kennen wir... Okay, das Batmobil kennen wir noch nicht. Es gibt jetzt auch ein Technik-Batmobil für einen 100er. Auch hier kann ich die Größe von dem Ding schlecht einschätzen. Scheint recht bullig zu sein. Hätte ich jetzt verortet eher so bei 70, 80. 100 ist halt... Gut, die 20 Euro machen den Braten auch nicht mehr fett, aber... Ja, wer Technik-Fan ist und Batman-Fan, der wird damit immerhin versorgt. Immerhin. So, hier haben wir was Neues. Wir haben was Neues. Diese komische Raupe hier. Erinnert mich an ein ferngestelltes Fahrzeug, das es so um 2000 rum gab. Wo ein Riesenhype versucht wurde, draus zu machen, und das hat dann nicht funktioniert. App-Steuerung? Natürlich App-Steuerung. Wer braucht auch schon eine Fernbedienung, wenn man jeden möglichen Quatsch aufs Handy raufpappen kann? Naja. Und wenn man die App dann einmal gelöscht hat, dann war es das auch mit der Steuerung, weil man wieder keinen Speicherplatz hatte. Ja, ich bin halt kein Fan davon, für die Fernsteuerung auf Apps zu packen. So, ne, wenn man halt was Ferngestelltes macht, Leute, dann packt bitte auch eine Fernsteuerung dabei. Und dann gebe ich meinetwegen auch nochmal 20 Euro drauf auf die 130. Aber, ne, dann funktioniert das auch noch in 20 Jahren. Wenn irgendwie das Handy schon lange, lange Schrott ist und es die App überhaupt nicht mehr zum Runterladen gibt. Das ist halt mein Ding mit Apps. Ne, bei Apps macht ihr euch davon abhängig, was ist im App Store verfügbar. Die meisten Sachen sind nach 5 Jahren weg. Problemlos. Der Rest der Sachen wird nach 10 Jahren nicht mehr funktionieren, weil die Handys sich weiterentwickelt haben und die Software irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wurde. Deswegen, um Himmels Willen, bitte, bitte Leute, packt einfach eine Fernbedienung dabei. Und dann meinetwegen 20 Euro drauf. Ja, also bei dem Ding sage ich meinetwegen auch 150. Es sind RC-Sachen.
Da tut das dann auch nicht mehr so viel weh. Nette kleine BMW. 200 Euro. 150 würde ich geben. Die sieht ganz gut aus. Man muss jetzt auch sagen, ich bin aus einer Familie, wo BMW-Motorräder gefahren wurden. Daher, damit habt ihr mich quasi. Ja, ältere als dieses Ding. Die M1000 RR ist ein bisschen sehr modern. Die Dinger, die bei uns gefahren wurden, sind eher aus den 60ern. Aber okay. Okay. Es ist wenigstens nicht nochmal ein gottverdammtes Auto. Es ist ein Motorrad. Und es sieht gut aus. Von der Machart, es sieht aus wie ein richtig schönes Motorradmodell. Da funktioniert auch, mit Motorrädern funktioniert die Technikoptik halt auch super. Weil Motorräder sehen einfach so aus. Also der ist in Ordnung. Okay, das war Technik. Wir kommen zu Architecture. Ein Thema, dessen fortgesetzte Existenz mich komplett verwirrt. Weil so gut wie nie was Neues zukommt und trotzdem läuft es aber. Diesmal kommt was Neues dazu, nämlich Singapur. Kann ich nicht einschätzen, weil ich Singapur überhaupt nicht kenne. 60 Euro ist auch wieder mutig, aber die sind alle mutig bepreist. Am liebsten wären sie mir, wenn sie alle bei 40 bis 55 sind, wie hier London und New York. Aber die neuen sind jetzt offenbar bei 60, Tokio ist bei 60, Singapur ist bei 60, das Weiße Haus ist bei 100. Leute, dafür ist das Weiße Haus echt nicht groß genug. Die Freiheitsstatue halt auch, und die Freiheitsstatue hat noch nicht mal ein Gesicht. Naja, ist ein Spezialgebiet, denke ich. Das hat seine Spezialkundschaft. Und wir sind hier, das ist Lego für Erwachsene. Ja, das ist Lego für Erwachsene. Der Schuh. Ich verstehe nicht, warum der Schuh existiert. Die Blumengeschichten. Oh, ist die Paradiesvogelblume schon raus? Offenbar hat das nicht so gut geklappt, wie Lego wollte. Die Paradiesvogelblume ist schon wieder raus aus dem Programm. Das Interessante ist, dass die Chinesen diese Idee massiv aufgenommen haben. Ihr bekommt problemlos in China dann von den China-Versendern ein oder zwei Blumen jeweils Sorten rein und das kostet dann so 10 bis 20 Euro. Das ist auch verdammt teuer. Vor allem, wenn ihr bedenkt, ihr bekommt dann auch nur ein bis zwei Blumen und hier bekommt ihr einen kompletten Strauß für 50. Ja, also ist mal ein Fall, wo Lego mal günstiger ist als die Chinesen. Die Chinesen sagen halt, komm, wenn die so viel Geld verlangen, können wir das auch. Kluger Geschäftszug von den Chinesen. Weil wenn ihr echt nur eine Blume oder so haben wollt, dann geht ihr zum Chinesen und kauft nicht den kompletten Strauß. Wäre ja auch von Lego intelligenter gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, so, wir bringen eine Serie mit Blumen. Hier ist das Basisset. Das enthält so ein paar Blätter und eine Vase und vielleicht noch ein, zwei Blüten. Und hier sind die übrigen Blüten für einen Zehner das Stück. Dann hätte das funktioniert, dann hätte das super funktioniert. Garantiere ich, weil die Ästhetik einfach spannend ist. So halt nicht. Ecto One ist immer noch drin, ist in Ordnung, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber das Modell ist schön. Lego Art finde ich das bescheuertste Thema aller Zeiten, weil ihr einfach nur ein paar Fliesen auf eine Platte legt und dafür brauche ich kein eigenes Set. Dafür brauche ich eine Packung mit Fliesen. Wir haben nochmal einen Tumbler, wir haben die Batman-Maske, wir haben die Venom-Maske, wir haben den Infinity-Handschuh. Das sind echt so Dinger, die sind rein für Sammler. Und deswegen, meinetwegen, lasst die Sammler ein bisschen mehr blechen. So ist das bei Sammlern. Ach ja. Weitere Helme. Carnage ist kein Carnage. Suchdruide. Etwas Werbung für die Skywalker-Saga. Neu im Frühling 2022. Mal schauen, wann sie wirklich rauskommt. Wenn sie wirklich rauskommt, sollte sie jemals wirklich rauskommen. Ich glaube, die ist jetzt auch schon anderthalb Jahre lang immer wieder verschoben worden oder so. Werde ich sie haben. Und ich glaube, dann werde ich, sagen wir mal, meine ersten zwei Stunden mit dem Spiel, sobald ich das Spiel habe, direkt auch livestreamen. Ist hiermit zugesagt. Das werde ich tun. Lego Skywalker Saga. Mal schauen, wann es wirklich erscheint. Ihr könnt es rausfinden mit diesem komplett überfrachteten QR-Code. Versucht ihn zu scannen. Wahrscheinlich braucht man dafür schon eine fortgeschrittene Kamera, so viele Pixel, die da drin sind. Ja, hier ist unsere Werbung für Legoland. Hier ist Werbung für die Lizenzprodukte, einschließlich der Bücher. Das ist interessant, dass sie auch ein bisschen versuchen, die Bücher zu pushen. Das war bisher nicht so. Die Aufbewahrungsdinger, die kriegt man mittlerweile häufiger. Ich habe die letzte Woche auch schon beim Kaufland gesehen, was mich positiv überrascht hat. Eigentlich sind die Dinger nett, weil man die halt wie Legosteine auch entsprechend auf den Noppen stapeln kann und so weiter, was Großes draus machen kann. Ich selbst bin ein bisschen raus, weil ich andere Lagerlösungen in Zukunft benutzen werde.
standardmäßigere halt. Aber die Idee für die, die das nutzen wollen, die ist definitiv cool. Bisschen Werbung für die 10-Euro-Sets. Nochmal, die waren alle schon im Katalog. Hier seht ihr die Kartons. Spannend, oder? Was leider gar nicht vorkommt, wir sind nämlich jetzt am Ende, sind immer noch die Polybags. Ich fände es schön, wenn im Katalog auch ein bisschen die Polybags vorkommen. Und wenn es nur eine Seite ist, damit man weiß, hey, hier gibt's noch was. 4 Euro das Stück. Cooles Mitbringsel einfach. Da sind auch häufig gute Sachen dabei. Also Lego City hat diesmal wirklich gute Polybags. Ich wollte das ja noch zeigen. Lego City hat diesmal wirklich gute Polybags. Lego Minecraft hat eine gute Polybag. Technik hat eine potenziell gute Polybag. Also, ihr wisst ja, Polybags mache ich hier im Kanal ohnehin. Und die scheinen dieses Jahr gut zu werden. So, ich wollte ja noch hier schauen. Lego Highlights bei Smiths. Also Sets, die man nicht im normalen Katalog hat. Nur bei ausgewählten Händlern, zum Beispiel Smiths Toys Superstores, erhältlich. Oder zum Beispiel auch lustigerweise Müller. Wie auch immer eine Drogerie zu einem Spielwarenhändler geworden ist, das hat sich jetzt so ergeben. Hier ist wenigstens noch mal ein bisschen Mandalorian. Der große AT-AT, das meinte ich vorhin, mit dem, wo dann 18 Stormtrooper reinpacken, passen. Wieso ist die mandalorianische Schmiede? Hier, die war letztes Jahr im normalen Katalog. Komisch. Fragezeichenblock. Eigentlich ein cooles Set, gefällt mir. Der war letztes Jahr hier schon drin. Wieso ist eine Steinebox Toys R Us exklusiv? Lego, was macht ihr? Es sind Steineboxen, die sollten nur wirklich überall verfügbar sein. Der NES ist noch im Programm, den verstehe ich überhaupt nicht, weil, gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich einen NES hier stehen habe. Ich brauche keinen nachgemachten NES, der nicht funktioniert. Die hatte ich schon erwähnt. Fragezeichenblock, absolut cooles Teil. Das Partyboot, da ist auch nichts Neues, ne? Der Einleger. Wieso ist das ein limitiertes Set? Das gehört ins normale Ninjago-Sortiment. Lego. Was soll sowas? Weil, dass diese Riesendinger hier Fachhändler exklusiv sind. Da sage ich noch, ja, okay. Meinetwegen sind exklusive Sachen, sollte man exklusiv machen. Wieso sind so relativ, das ist wahrscheinlich 40 oder 50 Euro, relativ kleine Geschichten als exklusiv gelistet? Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, diese Strategie. Und auch hier kommen offenbar neue Jurassic World Sets. Also nicht nur regulär, sondern offenbar auch was bei den Exklusiven. Okay. Und das ist dann der Katalog gewesen, plus der Smiths Toys Ergänzung. Gemischtes Jahr. Mir fällt auch gerade auf, dass eine ganze Reihe Sets nicht im Katalog vorkommen. Beispielsweise gibt es bei City, was im Dezember schon vorgestellt wurde, gibt es ein sehr schönes Set. Picknick im Park heißt es, glaube ich. Ich habe die Nummer nicht parat, weil ich bin nicht Thomas. Ich bin schon Thomas, aber ich bin ein anderer Thomas. Und ich kenne nicht alle Nummern auswendig. Aber es gab ein wirklich, wirklich schönes City-Set-Picknick im Park. Das taucht hier nicht auf. Und ich freue mich tatsächlich auf das Set, weil es halt abgeht von diesem ewigen Fahrzeug-Ding, was City hat. City geht so ein bisschen in die Richtung, mehr Gebäude zu wagen, aber nicht genug. Dafür braucht ihr immer noch Friends. Was einigen Leuten sehr, sehr quer sitzen wird, dass man für Gebäude zu Friends gehen muss. Ich habe das Gefühl, insgesamt ist es ein bisschen am Abbauen. Dots funktioniert, Dots ist halt so ein Ding, quasi ein zweites Standbein für Lego oder für den Lego-Lifestyle. So ist schon sehr speziell, muss man mögen, aber ich glaube, für die, die es mögen, ist es gut. Die Lizenzen scheinen zu schrumpfen. Ich habe den Eindruck, dass Harry Potter nachlässt. Ich habe den Eindruck, dass Star Wars deutlich nachlässt. Minecraft ist nochmal gut bei den Lizenzen. DC, ich weiß nicht, haben die aufgegeben bei DC oder kommt dann in der zweiten Jahreshälfte was? Ich habe, glaube ich, vorhin über DC praktisch nichts gesagt, oder? Weil, okay, doch, ich habe über den neuen Batman-Film gesprochen, aber im Vergleich zu Marvel ist das eine traurige Geschichte. Marvel, da warten wir gerade auf die beiden neuen Filme. Insofern, wenn man bedenkt, dass zwei Filme noch komplett neu vorgestellt werden als Sortiment, in der ersten Jahreshälfte noch, dann ist das Marvel-Sortiment echt groß. Also das scheint zu funktionieren. Ist ja auch noch vorne, sind ja auch noch die Spidey-Friends-Geschichten.
Lego Super Mario läuft immer noch, was mich überrascht. Gott, wo ist denn jetzt Spidey? Ah! Der vor allem anderen noch, ne? Ja, hier. Also hier nochmal ein neues Marvel-Subthema. Marvel scheint zu funktionieren. Wieso DC bei Lego nicht funktioniert, verstehe ich ehrlich nicht. Ich bin gespannt, was aus Disney wird. Der Ansatz Disney, den finde ich sehr, sehr gut. Ich fände es schade, wenn die Dinger verschwinden. Die könnten noch einiges besser machen. Auf jeden Fall. Aber die Richtung geht in Ordnung. Die Prinzessinnen scheinen auch etwas weniger zu werden. Aber da versucht Lego noch weiterzukommen. Friends ist dieses Jahr spektakulär, aber Friends hat auch seinen 10. Geburtstag. Duplo scheint zu schrumpfen. Das ist auffällig. Dass Duplo als die Kategorie für die Jüngsten ein bisschen zu schrumpfen scheint, fällt mir schon auf. Ich bin gespannt, was die zweite Jahreshälfte in einem halben Jahr uns bringen wird. Diese Jahreshälfte sieht ein bisschen nach Schrumpfkur aus. Es kann aber sein, dass es einfach dadurch kommt, dass Lego sagt, so, wir machen jetzt Platz für die spektakulären, tollen neuen Sachen, die im Juli und August rauskommen. Wer weiß. Das, was neu ist, sieht eigentlich zu großen Teilen gut aus. Ich habe ja an ein paar Stellen sehr kritisiert, dass Sachen nicht gut genug sind. Also die Polizeistation hat mich tatsächlich aufgeregt, wie grauenhaft furchtbar die ist. Die Schule halt auch. Ja, gespaltene Vorausschau aufs nächste halbe Jahr. Ich bin gespannt, wie es wirklich aussehen wird. Hier im Kanal wird es wahrscheinlich tendenziell etwas positiver aussehen, weil ich tendenziell auch eher Sets mir hier hole, die halt gut aussehen. Und wenn die Sets halt furchtbar aussehen, dann tauchen die bei mir gar nicht erst auf. Oder vielleicht nochmal absichtlich, um zu sagen, hey, ich will jetzt mal kompletten Verriss machen und moppern. Dann werde ich mir möglicherweise gezielt nochmal ein wirklich schlechtes Set holen. Aber alles in allem, Lego krebst so ein bisschen vor sich hin dieses Jahr. In einigen Themen sind sie wirklich gut, einige Sachen sind wirklich schlecht. Mit anderen Worten, keine große Veränderung bei Lego. Ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt auf das restliche Jahr? Jetzt noch 360 Tage übrig. Ich sage jetzt erstmal bis zu diesen 360 Tagen. Bis dahin.